So, und damit willkommen zurück zu Miitopia. Wir machen hier weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das war die Introduction. Ihr habt schon gesehen, es gab ein paar Level-Ups. Und ja, wir fangen direkt an. Kein langes Geschwafel. Wozu auch? Wir sind hier mit Batman unterwegs. Auf der Suche nach irgendwas. Ich weiß nicht genau, was Batman hier möchte. Aber wir helfen Batman. Denn es ist Batman. Warum sollten wir Batman nicht helfen? Es gibt dafür keinen Grund. Ja, wir müssen Batman zeigen, was er drauf... Drei Wege. Ich habe das Gefühl, jedes Level bekommt jetzt mehrere Wege. I don't like that. I don't like that at all. Das ist nicht nice. Das gefällt mir nicht. Lecker Toast. Schön in den Toaster gesteckt. Pff. Nice. Und Jesus hat ein Level up. Die anderen beiden jetzt auch beim nächsten Kampf. Batman möchte unbedingt dazugehören. Vielleicht irgendwann, Batman. Hier schon wieder. Ich hab doch gesagt, ihr sollt abhauen, verzieht euch! Die Nasen leben noch. Die wollen uns riechen, Leute. Das dürfen sie nicht. Gut. Niemand riecht an uns ohne Erlaubnis. Und da haben die beiden anderen auch ihre Level-Ups. Absorption gelernt. Greift ein Freund an, absorbiert er dabei einige HP. Ja. Kommt ein bisschen später eigentlich, aber okay. Ritualstab. What? Für wen ist das denn? Jesus? Das sieht ja mal richtig heftig aus, wie so eine Axt oder sowas. Das sieht richtig gut aus und das ist auch richtig gut, sehe ich. Krass. Ja, nice, Jesus. Gute Waffe. Bro, gute Waffe. Richtig gut. I like. Und die anderen zwei Wege. Die müssen wir natürlich auch noch machen. Ich glaube, das schneide ich auch gar nicht. Ja, Level Up. Lese ich nicht mehr vor. Ist immer dasselbe Geschwafel. Ja, ihr streckt euch. Okay. Sonst irgendwas? Nope. Aha. 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 Hier. Können ihr das neue Outfit ja kaufen. Oder sie holt es sich halt nicht. Ich finde das nervig. Warum gibt es dieses System? Dass sie auch nichts holen können. Wer hat sich das ausgedacht? Sieht das Kimono-Dress besser aus? Bin nicht so ein großer Fan davon. Aber hey, den Stats Up nehme ich mit. Den nehme ich mit, mein Freund. Das kann ich aber leider nicht mehr bezahlen. Leider nicht mehr. Das tut mir echt leid, Mann. Bam, bam, bam. Ja, das passt eigentlich so. Es müssen jetzt alle wieder auf Level 18 gelevelt werden. Und Girlfriend überhaupt auf Level 17. Ja. Und darum kümmern wir uns. So, wofür das denn? Nach rechts? Das hier ist ein Level? Moment, dann. Wenn diese weißen Strahlen hier Level sind, dann ist hier drüber ein Level und hier drüber ein Level. Hä? Ich kann ja nicht einfach durch die Lüfte laufen, so wie bei dieser einen Welt. Das geht hier nicht. Ich drücke überall hin, aber es funktioniert nicht. Ach, dieses Spiel manchmal, ne? Dieses Spiel manchmal. Ja, keine Ahnung. Wir müssen uns jetzt diesen Kampf nochmal geben, jedes Mal. Aber kein Problem, den machen wir nämlich One-Hit-KO. Der ist einfach zu stark. Und sorry, falls es manchmal ein bisschen laggen sollte. Oh, Level Up für Mike. Sorry für alles, auch die Audio. Ja, die, wie gesagt, die wird wahrscheinlich noch für größtenteils des Displays ein bisschen komisch sein, weil ich möchte das Ding hier schon weiterspielen und durchbekommen. Wenn die Umstände gerade ein bisschen blöd sind. Das hält mich nicht davon ab, episches Commentary zu lassen. Ha!
Keine Ahnung, was ich laber. Ich wollte nur die Lücken füllen. Lull. Ja, ihr seht ja, die Kämpfe sind mega easy. So sieht es eigentlich auch immer offscreen aus. Nur ohne, dass ich irgendwas laber. Komm, jetzt geben wir uns die Rüstung, die wir verdienen. Oh, noch ein Gegner. Wie viele Gegner sind hier? Anscheinend richtig, richtig viele. Schnauben. Bam. Warum nur Luft? Bin zu schwach. Tänzchen. Ich finde Tänzchen nicht so eine gute Attacke. Von Anfang des Spiels war es vielleicht noch gut, aber jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so gut, um ehrlich zu sein. Bam. Boom, 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 boom. Nice. Schieß deine Teddys auf die Gegner. Haha. Todes-Teddys. TT. Für wen könnte diese Ausrüstung bloß sein? Ja, hat sich das gelohnt? Es fühlt sich nicht so an, als hätte sich das gelohnt, aber vielleicht hat es sich ja gelohnt, ich weiß es ja nicht. Ja, ich glaube, den unteren Weg, den erspare ich euch tatsächlich. Ich glaube, den erspare ich euch. Oh, ein Geschenk. Für mich? Oh, danke, Jesus. Oh mein Gott. Das ist das Musikinstrument von Zelda aus Skyward Sword. Ja. Na genau, ich muss kurz überlegen, aber doch, das ist es, glaube ich. Abbruch Skyward Sword. Das wird auch bald kommen. Für diese kleine Kiste sind wir hergekommen. Mit zwei Bananen. Oder gibt's noch eine Kiste? Weil irgendwie geht's noch weiter? Oh, noch eine Kiste. Drei Bananen. Jetzt haben wir insgesamt fünf angesagt. Für fünf Bananen. Also ein Quiz gewonnen. Mehr oder weniger. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich finde die Bananen sowieso nicht wirklich wertvoll oder sinnvoll oder... Ja, sinnvoll, ne, weiß nicht. Ja. Also, keine Ahnung. Zack, juhu. Yay, super, toll, zack. Bin voll motiviert. Und das sage ich eigentlich nur, weil... Eigentlich bin ich jetzt ziemlich erleichtert, dass ich dieses Level durch habe, um ehrlich zu sein. Bin jetzt schon ziemlich erleichtert, deswegen. Also, Kopf hoch. Es war vielleicht langweilig und nervig, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir uns ein Herzchenkleid gönnen. Das irgendwie ziemlich seltsam aussieht. Es ist zwar ein ganz schönes Kleid, aber ich glaube, ich lasse es. Ich habe mich irgendwie jetzt bei Bunny an dieses schwarze Outfit gewöhnt. Ups, sorry für das Geräusch, voll laut. Ja, muss jetzt überlegen, aber ich glaube, ich lasse das so. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ich kann Bunny nicht mehr ohne dieses Outfit sehen, um echt zu sein. Ja, von da lassen wir es erstmal an und jetzt können wir endlich weitermachen. Was? Das sind Teleportationen? LOL. Na, wo sind wir jetzt? In einem ganz normalen Wald, den man auch schon im ersten Gebiet gesehen hat. Im allerersten, okay. Bei Anfangs halt, das ist das erste Gebiet. Sehr interessant und sorry fürs Quietschen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber mein Stuhl ist halt schon ziemlich kaputt. Und dabei habe ich den erst seit... diesen Stuhl. Ich hatte da vorne einen Stuhl, den ich super lange hatte. Und diesen hier hab ich immer so lange und der ist jetzt schon kaputt. Ist mies, aber der war jetzt auch nicht so teuer. Irgendwann habe ich sowieso vor, ein krasses Gaming-Setup mitzuholen. Wo sind wir? Wir waren doch gerade noch auf einem freien Feld. Und jetzt sind wir plötzlich in diesem Wald. Diese Gegend ist wirklich seltsam. Kann das sein, dass... Ebenbild von Mike einfach ich bin, aber... So... Die eine Minute verzögertes Denken. Irgendwie schon, oder? Irgendwie schon. Gut, wir sind irgendwie... Also für mich ist das... Ebenbild von Mike, für ihn bin ich Ebenbild von Mike.
Was zum Geier? Ach so, deshalb dieser Name, weil wir irgendwie woanders sind. Was zum Geier geht hier ab? Ha, 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 ha. Mädels, Mädels, alles gut, nicht streiten. Müssen Mädels sich immer streiten. Okay. Okay. Bam. Aufgepasst! Doppelte Fächerwelle! Bam! Nice! Das war eigentlich schon eine nice Attacke. Ja, ich weiß übrigens, man kann automatischen Kampf einstellen, aber ich würde tatsächlich lieber selber was drücken. Hä? Hä? Was hat sie gemacht? Hat sie den Fächer riesig gemacht? Gefühlt so voll genervt. Wann kann Göffin so einen Ausdruck machen? Seltsam. Naja. Okay, zumindest scheinen diese Level sehr kurz zu sein. Ein Notfall! Young Mike ist wieder krank. Mensch. So, wie er krank wird, wir müssen ihn mal impfen lassen. Meine Jüde. Feendress. Kunstpelzkluft. Okay. Stats up gebe ich dir. Warum nicht? Das ist ein gutes Stats up eigentlich. So um die 5. Lohnt sich eigentlich schon für das Geld. Da hatte ich schon schlechtere Deals. Und hört auf, euch beide zu streiten. Es ist nervig. Please, stupid. Danke. Oh, zwei Wege mal wieder. Wo führt das untere hin? Wo sind wir? Wir sind in der Wüste? Wir sind nebenan? Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir doch erstmal oben nachchecken, was da oben ist. Ich habe das Gefühl, unten in der Nebenan-Wüste geht es weiter. Und ich möchte erstmal gucken, was hier ist. Was ich mich bei Forschen oft frage, für all eure Explosionen braucht ihr Chemikalien. Sind die nicht sehr teuer? Sündhaft teuer. Aber wir bekommen viele Zuschüsse. Geld ist nie ein Problem. Forscher ist offensichtlich eine klasse Klasse. Ja, anscheinend. Und ja, dieses Gespräch ist schon sehr interessant, ja. Auf jeden Fall. Und du bist bitte weg, mein Freund. Wir müssen da durch. Danke. Müsst ihr hier ganz schnell durch. Es gibt jetzt wirklich viel länger als. Ah, wenn ich A drücke. Viel länger als die anderen. Ja. Also was heißt viel länger als die anderen? Von den Quests rede ich. Ich rede jetzt nicht von ganzen Gebieten, weil. Ups. Weil. Das könnte jetzt schon überall eine ganze Quest sein. Oh nein, was laber ich? Ah, Furie. Oh no. No, no, nein! Okay, das reicht mir. Gegen Furie mache ich keinen Spaß. Das wird nicht lustig. Du auch, Mike. Du auch. Ihr seid alle Kirre werden und auf, ruf da, ruf da! Bäm, bäm! Bäm! Er lebt noch, oha. Bam. Danke, Batman. Wie ein Turnschuh. Okay. Nein, Bunny. Bitte nicht auf erinnert gehen diesmal, bitte. Okay. Wo führt das hier hin? Natürlich zu weiteren Wegen. Und ich darf gleich nochmal gegen die Furie kämpfen. Toll. Da!
So, die beiden wollen sich jetzt wieder vertragen. Ich hoffe, das funktioniert. Ups. Oh, mein Gott. Nein, der Stick! Ich schwöre, es ist der Stick, der driftet. Hört auf. Bitte, hör auf zu driften. Hör auf. Stop. Wenn ich den so trage. Er will doch nur im Bett liegen. Oh, der Arme. Es tut mir leid. Ich muss dich austauschen mit Girlfriend. Häng doch ein bisschen mit Miku ab. Siehst du auch nett. Es tut mir leid. Mir auch. Okay. Ziemlich straightforward. Okay. Na du? Dann, wenn es nichts anderes gibt. Nein, nein. Alter, jetzt driftet aber heftig krass. Aber wenn es nichts anderes gibt, dann machen wir mal weiter. Ja. Rechen 2 Beistand. Oha, über 100 Damage habe ich gemacht. Ups. Sorry, ich habe das zu spät aufgenommen, aber... ja. War nicht sauer gegangen? Natürlich, bei so einem Kampf hier. Und ich habe Rechen 2 eingesetzt. Über 100 Damage hat das gemacht, aber ich weiß nicht, auf wen. Ich dachte, ich hätte es gesehen bei dem... bei der Furie, aber anscheinend haben wir die Attacke gegen die Nase eingesetzt. Egal, trotzdem, den Kampf haben wir geschafft. Und... wir erreichen ein Level Up für Girlfriends. Schön. Sie muss jetzt auch noch Level 18 erreichen. Heißt, sie bleibt jetzt in diesem Wald noch ein bisschen mit uns. So, hat sich das Ganze gelohnt? Antwort. Ja, Spielscheine sind ganz gut. 3 Stück davon. Ich meine, ich habe dadurch ein Level bekommen und ich habe nichts verloren. Ich habe nur Sachen bekommen. Und ja, Mike, geht's wieder besser. Super. Toll. Und wir lieben uns alle. Juhu. Ihr könnt euch ein bisschen kennenlernen. Genau. Ich und Jesus werden jetzt die allerbesten Bros und Bras. Keine Ahnung. Handlicher Stab. Na, ich dachte gerade, das wäre der Mittelfinger. Lol. Monsterkluft. Denn die möchte unbedingt ein neues Outfit haben, ne? Giftige Probe. Alles klar. Ja, ich werde irgendwann das Essen ausgeben, aber jetzt noch nicht. Irgendwann auf jeden Fall. Irgendwann. Irgendwann. So, was ist hier oben? Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Hier ist Bonus. Und dann, wann das geht's dann weiter? So, dann lass uns doch die Schätze... schnappen. Ja, damit. Geld. Noch mehr Geld, bitte. Ich bin gierig. Noch mehr Geld. Oh, so, nur das Geld. Nur die 2000. Okay. Trotzdem weiß. War trotzdem. Was? Schon wieder krank? Danny ist krank. Wie denn? Du warst gar nicht mit unterwegs. Wie kannst du krank werden? Freddy, bitte pass auf Danny auf. Wie kann er krank werden? Der war nicht mal draußen. Danny, wie kriegst du das hin? Statue und Kluft. Kannst du die diesmal kaufen? Kriegst du es diesmal hin? Nein. Nein. Sie wird immer veräppelt von irgendwen, wo sie es kauft. Ja. Hä? Hier gibt es noch einen Bonus anscheinend? Okay. Gut. Dann gehen wir halt hier unten lang. Genau. Gucken, wo uns das hier hinführt. Zu einer Truhe, zu Tingle oder zu einem anderen Teleporter. Wie ich jetzt schon sehen kann. Oh, was ist das heiß hier? Erst diese Wälder und dann ein grüner Wald. Und jetzt plötzlich diese Wüste. Wie einmal macht die Game in ihrem Namen ihre alle Ehre. Meine Begeisterung fürs Seltsame hat aber auch so ihre Grenzen. Was kommt als nächstes? Man könnte wenigstens Warnschilder aufstellen. Stell mir das gerade vor, so ein tricky Warnschild. Okay. Nein, tu es nicht, ich hab dir gleich ein Video gemacht, tu es nicht! Ich hab dir gesagt, tu es nicht, ich hab viel zu oft den gleichen Fehler gemacht. Aber sie hört nicht auf mich. Und da ist halt endlich mein Gegner, ich dachte schon, hier ist doch schon das Ende. Nee. Beknacktus. Ah ne, beknackt, sorry. Beknacktus.
Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Bam, bam. Bam. Warum nicht Doppelfächer? Egal. Riesenwaffe. Zack. Machst so wenig Damage? Oh, danke, Batman. Ich bin Batman. Das wissen wir. Danke für die Hilfe. Wo führt uns das hier hin? Zu zwei weiteren Wegen bestimmt. Doch nicht, gut. Besser ist Spiel. Mega-Explosion. Ihr seid alle mega schlecht. Haha. Bam. Doppelte Fächerwelle. Jetzt bitte noch die Nasen. Ja. Besiegen. Ich wollte auch einen Nasenjoke bringen, aber mir ist das eingefallen. In der Nase sie. Wie ein Turnschuh. Riech an diesen Turnschuh, du Nase. Ja, doch. Mega Feuer. Bam. Oh, Level Up für Bunny. Schön. Und jetzt finden wir noch heraus, wo uns das Ganze hinführt. Aber erstmal Danny geht's wieder gut. Super. Yeah. Können wir was kaufen? Letzter Versuch, Girlfriend. Sonst gebe ich dir gar kein Geld mehr. Ah, guck mal, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt hat sie es geschafft. Sie wollte dieses Outfit unbedingt haben. Warum? Girlfriend, warum, was siehst du an diesem Outfit? Oder ist es nur... Vielleicht will sie es auch nur aufstellen. Komm. Ziehen wir es nicht an. Vielleicht will sie es nur aufstellen. Zum Flexen oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe Dämonen nicht. Rostpanzer. Ziemlich rostig. Deshalb kaufen wir es. Wir haben mal irgendwie die billigsten Outfits immer. Ich finde, das Outfit hat irgendwie was. Kannst es anziehen. Warum nicht? Ich finde Panzer ziemlich langweilig als Klasse, weil... Keine Ahnung, die Outfits machen es nicht besser. Sind auch ziemlich langweilig. Komm, Freddy, ich kauf dir das. Du willst das schon so lange haben. Hier, für deinen Kleiderschrank, weil du wirst es nicht anziehen. Nevermind. Dann darfst du das Geld behalten. Mit deinem Tarnoutfit. Okay, wisst ihr was? Ich gebe euch einfach nie wieder Geld. Und das war's. Somit haben wir das dann besprochen. Super. Langmal, komm mal rein. In die Gruppe. Komm in die Gruppe, Jung. 12 Panzerung. Super. Wo führt das hin? Ja, zur Kiste und zu Tingle. Und nach Tingle wahrscheinlich dann ins Portal. Machen wir erstmal die Kiste. Ehrlich jetzt. Wieder zwei Wege. Silberglyphe. Es ist eine Silberglyphe. Die ist sehr nervig. Und ich bin sehr nett. Yeah. Bam. Ich bin Batman. Und du bist tot. Das macht mich ganz schön froh. Oh, wo? Bam. Eigentlich ist der Kampf sende. Dieses Cringe-Gelaber. Kann ich nicht aufhören. Weil da kein Level Up. Ich hab irgendwie habe ich jetzt gedacht, dass ich irgendwer jetzt Level Upen würde. Aber nope. Das scheint zumindest das Ende des Levels zu sein. Nein, doch nicht. Sehe ich es positiv, ich muss das Level trotzdem nur zweimal machen. Und nicht viermal oder so. Auch wenn es immer noch nervig ist. Weil es macht halt für mich persönlich keinen Spaß. Ich sehe einfach, ich mache keinen Fortschritt. Ich mache immer das gleiche Level nochmal und nochmal. Ich hoffe wirklich, dass ich dadurch irgendwas am Ende bekomme. Dadurch, dass ich die ganzen Level
dass ich alle Level mit dieser Flagge mache. Wenn ich nichts bekomme, ja, gib mir zumindest ein Bild. Nur so ein PNG, so wie in Mario Sunshine. Das wäre schon genug, damit ich weiß, es hat was gebracht. Es hat irgendwas gemacht. Es hat irgendwie geholfen. Nicht, dass ich das einfach nur so mache, damit das alles schöner aussieht und so. Dafür mache ich es nicht. Ich mache es für die 100%. Dafür mache ich es. Ja. Juhu, viele Leute gerettet. Juhu, 200 MP können wir jetzt streuen. Und dann, lieben diese vier noch mal ein bisschen und dann, ja, letzter Wunsch, toll. Guck ich noch mal ganz kurz, was auf dem anderen Weg lauert. Och man, Stick, jetzt hör auf zu driften. Bitte. Ich muss mir unbedingt diesen neuen Joy-Cons holen. Auch wenn ich nicht mag, mit Joy-Cons zu spielen. Die driften dann zumindest für eine Zeit lang nicht. Und das muss ich ausnutzen. Oder so. Ja. Ja. Yeah. Juhu. Boah, sie ist wirklich schon sehr hoch gelevelt mit Verdonner. Krass.